Also ich glaube, das ist nun wirklich die einfachste Methode. Das ist meine Up-Down-Cast-On-Methode, also so nenne ich sie halt. Du brauchst einen Anfangspfad ein bisschen länger als sonst, mach ihn doppelt so lang als sonst. Doppelt so lang wie sonst, aber länger als sonst, um genau zu sein. Also wir schlagen wieder 6 Maschen an. Locker anschlagen, ein bisschen Abstand zwischen den Maschen. Sechs Maschen. Nun kennst du ja die Vorderseite mit dieser hübschen Kordel da unten oder Kette da unten und die Rückseite mit den Knötchen. Wir arbeiten weiter auf der Vorderseite. Die stellen wir auf den Kopf sozusagen. Und arbeiten mit dem Anschlagsfaden, also mit dem Anfangsfaden weiter, nicht mit dem Arbeitsfaden. Und nun stichst du in eine Kette von dieser Kordel ein, ziehst den Faden durch und hast damit eine Masche herausgestrickt. In die nächste Kette der Kordel einstechen, Masche durchziehen, in die nächste und noch einmal. Also da haben wir 5, das muss man ordentlich machen. So, da haben wir nun 5 Maschen, wir wollen aber da auch 6 Maschen. Da stechen wir einfach zwischen die letzten 2 Maschen ein und holen uns und schummeln uns die 6. Masche durch. So, das war es auch schon. Das war schon der ganze Zaubertrick. Und nun einfach wieder eine Runde rechter Maschen darüber. Ohne Besonderheiten, ohne Zunahmen, ohne irgendwelche Tricks. Außer, dass ich da die letzte Masche verschränkt abgestrickt habe, weil sie ein bisschen locker war. Und weiter rechte Maschen. Du siehst also, diese Methode ist ganz einfach und macht wirklich einen perfekten Anfang, wenn du bei der Spitze beginnen möchtest. So, und nun geht es weiter mit den Zunahmen, so wie bei den anderen Beispielen. Auch hier ist es so, dass der Anfangsfaden nicht am Anfang der Runde sitzt, sondern in der Mitte. Also das ist zu beachten. Am besten markierst du dir noch einmal den runden Anfang, damit du dich da nicht irrst. Und nun beginnen gleich die Zunahmen, also immer die zweite und die vorletzte Masche verdoppeln, 3 Runden lang und danach dreimal in jeder zweiten Runde genauso zunehmen. Damit bist du dann auf insgesamt 36 Maschen. 36 ist auch wieder toll teilbar. Zwei, drei, vier, sechs, acht, zwölf. Ja, und so weiter und so fort. Also genauso wie bei den vorhergehenden Videos zunehmen. Das Ergebnis ist überzeugend. So einfach und eine so saubere, ordentliche Sockenspitze. Das waren aber bei weitem noch nicht alle Spitzengeheimnisse. Mehr davon bald.